Willkommen bei der Streitbar, einer neuen Talkrunde, in der es darum geht, dass wir die Grenzen überwinden, die jeweiligen Meinungsblasen aufplatzen lassen, in der wir uns wieder zum Gespräch finden. Und davon lebt die Demokratie. Ich begrüße meinen Partner bei diesem Gespräch, Dieter Dehm, Musiker, Komponist, lange Politiker, jahrzehntelang im Deutschen Bundestag, aktiv in allem, was jemals links war und ein großer Freund des Streits. Ja, und ich bin dankbar, mit Ihnen dieses Gespräch führen zu können, dass wir Scheuklappen durchbrechen und wirklich miteinander die Kontaktsperre ignorieren, einen liberalen, von unbändigem Aufklärungsdurst, dem wir im Übrigen auch verdanken, dass hinter die ganzen Machenschaften bei der Berliner Wahl, also diese falsche Auszählungen, da so viel Licht gekommen, so viel Druck gekommen ist, dass neu gewählt werden musste, der Landtag und der Bundestag. Also ich freue mich mit Roland Tichy, einem Konservativen, aber einem, wie man es heute so sagt, der einen Arsch in der Hose hat. Vielen Dank, und das diskutieren wir heute mit Kai-Achim Schönbach, Vizeadmiral, Inspektor der Marine, in Ungnade gefallen. Sie sind in Ungnade gefallen, weil Sie gesagt haben, dem Putin geht es nicht um Streifen Landes in der Ukraine, sondern es geht um Respekt, ich zitiere, Augenhöhe, und ihm das entgegenzubringen, wäre doch eigentlich ganz billig, haben Sie gesagt. Und dafür wurden Sie gefeuert. Unser zweiter Gast ist Wolfgang Gierke, langjähriger Bundesvorsitzender des der SDAJ, Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend. Sie nennen sich Sozialist, waren Kommunist. Ich habe ja immer behauptet, ich wäre der einzige Kommunist im Bundestag. Stimmt, weil Dieter Dehm, ich wollte ihn vorstellen als Kommunist und Komponist, aber das hat er zurückgewiesen. Sozialdemokrat. Sie sind eines der Urgesteine, sagt man ja nicht gerne, der Friedensbewegung. Sie haben auch mit die großen Demonstrationen gegen die Politik von Helmut Schmidt und später Helmut Kohl geführt. Sie sind also jemand, der diese Perspektive auf Krieg und Frieden seit langem kontrovers führt. Ja. Titel unserer Sendung ist etwas provokativ und heißt einfach: Wie schlimm ist es, wenn Putin einmarschiert? Und jetzt ist die erste Frage natürlich: Will er, kann er, tut er? Herr Vizeadmiral, will er und kann er? Also, wenn wir vom jetzigen Punkt jetzt ausgehen, kann er, klar, kann er, könnte er. Kann er, könnte er. Will er? Ich denke, er ist jetzt mit der Ukraine ausreichend beschäftigt. Die Frage ist des Wollens, die bei ihm und auch seinem Klientel, was ihn umgibt, ob es dort eine ausreichende, sagen wir mal, Willensbekundung gibt, tatsächlich den Westen, und das wäre ja, es gibt ja nicht nur ein Land, den Westen anzugreifen und hineinzumarschieren. Er müsste, wenn es flapsig gesagt wird, im Klammerbeutel geputzt sein, und das wäre ein unglaubliches Ding, das zu tun. Ob er es wirklich will, das kann ich nicht wissen, das können wir nicht wissen. Ich glaube, die Ukraine darf man nicht gleichsetzen mit dem Westen. Nun, da will ich jetzt schon nochmal nachfragen. Kann er? Das setzt ja militärische, wirtschaftliche Kraft voraus. Wenn wir jetzt aktuell sagen, kann er das nicht. Wenn wir, solange wir nicht von nuklear sprechen, das heißt also mit konventionellen Kräften in diesem Falle einzumarschieren, dann kann er das jetzt nicht. Auch wenn ich jetzt nicht jede einzelne Zahl, jedes einzelne Regiment kenne, aber ich denke, alles das, was ich jetzt selbst, nachdem ich nicht mehr im Dienst bin, gesehen habe, dazu ist er aktuell nicht in der Lage. Das heißt, er muss sich erst wieder regenerieren bis zu einem bestimmten Punkt, bis zu einem bestimmten Niveau, dazu er jemand in der Lage ist, tatsächlich einen konventionellen Krieg zu führen. Im Moment, sage ich, kann er nicht. Nun wird von Merkel der Satz überliefert, den Sie natürlich schon vor einigen Jahren gesagt haben. Er hätte zu ihr gesagt: Weißt du, Angela, wenn ich am Vormittag in Königsberg in einen Panzer steige, kann ich Nachmittag bei dir Tee trinken. Ja, das ist ein netter Spruch, aber das ist unrealistisch. Und vor allem, wenn wir jetzt mal sehen, und jetzt müssen wir mal ganz ehrlich, nehmen wir doch mal die aktuelle Lage.
Sie hatten es eingangs gesagt, von diesem kleinen Streifen, the tiny little strip, das ist ja trotzdem die relative Verkürzung, was Bild und Spiegel da sich zusammengeschrieben hat. Das war ja doch ein bisschen anders gemeint. Ich wollte ja implizieren, er würde die ganze Ukraine angreifen. Das war die Idee dahinter. So ist es ja dann am Ende auch gekommen. Und wie überrascht, nicht nur ich, und ich bin jetzt Marine, es gibt ja Leute, die, sagen wir mal, taktisch operativ im Heer noch deutlich mehr wissen, wie überrascht wir alle sind, dass diese große russische Armee, die sich anschickte, dieses vergleichsweise aus seiner Perspektive, der russischen Perspektive, kleine Land, tatsächlich nicht zu erobern, beziehungsweise sie sich so schwer tut. Da sollte man natürlich trotzdem nicht unterschätzen, dass nur mein Gegner immer zu unterschätzen wäre immer ein Fehler. Aber ich denke, gemessen an Ihrer Eingangsfrage, da muss ich mal immer sagen, er kann es nicht. Und er wird nicht einfach mal in Königsberg einmarschieren und bei uns ruckzuck zum Nachmittagstee voran, auch wenn das natürlich nur über symbolisch gemeint ist. Das können Sie nicht. Dafür sind wir zu stark. Die NATO ist zu stark. Das sehe ich nicht. Er war doch schon da. Also wenn ich mich zurückerinnere, 2001 im Bundestag, alle sprangen wie so ein Perpetuum mobile auf ihren Sitz sitzen, waren ganz begeistert von dem russischen Präsidenten. Jubel auf allen, Seiten. Genau. Muss ich das nochmal angucken. Und dazu gehörte, ich finde ja bei Ihnen sehr spannend, wenn ich es sagen darf, dass offensichtlich die Admiräle in der Bundeswehr irgendwann immer einen Zug nach links kriegen. Eine ihrer Vorgänger, Herr Schmeling, ist ja auch bei der Friedensbewegung gelandet. Also, ich will Sie da nicht einsetzen. War ja noch gar nicht geboren. Nein, das schon. Ich erinnere mich noch gut an ihn, aber ich denke, das ist ein Ausreißer, so weit nach links. Nein, weil wir haben ja schon immer, jetzt nicht nur Admirale, sondern Generale, auch durchaus welche gehabt, die eher sozialdemokratisch sind. Aber Sie sind ja stellvertretender Vorsitzender der Werteunion, also nach links gerückt, Herr Gerke, ist er nicht. Das kommt darauf an, was er jetzt vertritt. Das ist auch überhaupt die Frage, was ist heute eigentlich links? Und links hat ein paar Punkte, wo man nicht dran vorbei kann. Also für mich, der Krieg in der Ukraine muss zu Ende kommen. Und neue Kriege dürfen nicht angefangen werden. Dieser katastrophale Krieg im Nahen Osten. Ein Stück weit mehr Gleichheit, Gleichberechtigung wäre angemessen. Dann kann man, da kann man sehr viel draus machen. Und ein bisschen Zivilcourage auch mal gegen den Mainstream anzustinken, finde ich dann höchst angenehm. Das ist ja auch nicht so häufig. Ich habe zu viele Leute auch im Bundestag kennengelernt, die alle dann nochmal aufstanden, um dem Kanzler oder der Kanzlerin, je nachdem, was dran war, Beifall zu klatschen. Zivilcourage war nicht so groß. Also zumindest, damit ich das in der Tat nicht auf... Das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen. Ich weiß auch, dass Sie es gemeint haben. Also ich sehe mich selbst als Liberalen. Auch wenn es immer heißt, die Werteunion ist ja seit neuestem rechts. Das wusste ich vorher noch gar nicht. Ich sehe mich als Konservativen oder Liberalkonservativen. Insofern bin ich nicht wirklich nach links gerutscht. Wobei es linke Elemente oder linke Politikelemente gibt, die ich jetzt als Bürger, die völlig normal sind, soziale Gerechtigkeit, auch wenn das sicherlich von vielen vertreten wird. Da würde ich mich durchaus, sagen wir mal, linken Konzepten auch anschließen. Aber insgesamt sehe ich mich natürlich nicht als Linker. Was Sie gerade eben gesagt haben, und das war ja auch die Frage vorher, die ja letzten Endes wie immer rumschwebt. Natürlich ist, und das habe ich heute Morgen in einem anderen Interview gesagt, war dieser Krieg, dieser Ukraine-Krieg, ein vermeidbarer Fehler. Jeder Krieg ist ein vermeidbarer Fehler. Ja. Jeder Krieg ist ein Fehler, außer es ist ein Verteidigungskrieg. Insofern gebe ich Ihnen recht, dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Ich kann natürlich beide Seiten, die ukrainische Seite gut verstehen, wie man dazu steht, jetzt in diesem patriotischen Gefühl. Und ich wäre als Deutscher auch nicht anders eingestellt, dass das Land geräumt werden muss von feindlichen Truppen. Aber trotzdem, das Töten muss aufhören. Das Leiden der Bevölkerung kann kein Argument für irgendetwas sein. Das heißt aber nicht, dass man dem Aggressor recht geben kann. Nein, ich will Putin in dieser Frage gar nicht recht geben, aber er hat gute Gründe gehabt. Dieser Krieg war vermeidbar, war bis in die letzten Minuten vermeidbar. Verzeihung, da muss ich aber wirklich einhaken. Wenn Sie sagen,
Die Gründe mögen das eine Geschichte, aber dieser Angriffskrieg ist, mal abgesehen vom Völkerrecht, dieser Krieg ist schändlich. Und er ist nicht nur vermeidbar gewesen, er hätte nicht passieren dürfen. Und diese Aggression, dieses aggressive Verhalten ist nicht zu rechtfertigen. Dass man die anderen Aspekte, die wir gleich zu sprechen kommen, das ist eine ganz andere Geschichte, aber die waren nicht unbedingt mit Krieg zu lösen. Aber jetzt fällt mir auf... Mit Krieg ist nie was zu lösen, vernünftig. Aber da fällt mir auf, dass Herr Schönbach sagt, naja, Putin kann heute nicht. Was ist schon heute? Also ich sehe bei den Russen seit dem Vaterländischen Krieg des Zaren gegen Napoleon nie eine Bestrebung, andere westlich gelagerte Länder zu überfallen und einzunehmen. Und ich glaube nicht, dass Putin ernsthaft, also da stimme ich Ihnen völlig zu, kann es nicht. Und ich denke, schon allein, weil er es nicht kann, will er es auch nicht. Aber was wäre denn, wenn er es machen würde? Unsere Frage ist ja ein bisschen provokativer, etwas satirischer. Würde denn wirklich das Grundgesetz einen solchen Damage erleiden, dass man sagen würde, wir kämpfen hier für das Grundgesetz und gegen den Einmarsch von Putin, wenn von innen heraus alles getan wird, die Meinungsfreiheit in einer, wie ich finde, ungehörigen Weise auszuhöhlen? Also die Frage ist einfach mal hypothetisch. Wenn er es denn könnte und wenn er es denn wollte, würde wirklich für die Berlinerinnen und Berliner oder für die Menschen in anderen Städten die Luft denn dann dünner? Ich sehe eigentlich da unsere Ampelregierung und auch die Vorgängerregierung an Ästen sägen, die Putin gar nicht besser abhaken könnte. Also, wir gehen jetzt damit die Konstruktion. Ja. Ich meine, Sie haben so viele satirische Konstruktion. Konjunktive What-Ifs eingebaut. Also, es gibt aber auch Sachen, wo auch die Satire kein Recht so hat. Also, Krieg ist eine solche Katastrophe. Und ich finde ja immer, wir leben auch in Zeiten, wo es auch angemessen wäre, dass man etwas selbstkritischer mit sich selber. Und seine Geschichte, klar. Aber bleiben wir mal bei der Frage. Ja. Er marschiert ein. Ich vermute mal, Sie meinen ja jetzt nicht nur irgendwo, sondern tatsächlich so, dass es bei uns kracht. Dann hoffe ich, also ich jedenfalls tue es, werde es tun, ob ich nun aktiv bin oder nicht, dann hoffe ich doch, dass wir kämpfen werden. Aber seine Frage war ja, was verteidigen wir? Ja, wir verteidigen unser Land, wir verteidigen, schützen unsere Bevölkerung, wir verteidigen unsere Werte, wir verteidigen auch dieses Grundgesetz, unsere Lebensart, unsere Kultur. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Dinge, die es zu verteidigen gibt. Also, wenn ich da alleine stünde, was ich mit Sicherheit nicht werde, dann wird gefochten. Ich hoffe, dass das dann auch alle mitmachen. Also, ich frage jetzt mal so, Herr Schönbach, weil Sie auch ein Freund des Augenzwinkerns sind. Putin käme, würde dann unsere Bauernschaft kämpfen, weil sie sagt, der nimmt uns die Subventionen weg, würden dann die Ärzte auf die Straße gehen, wäre dann, wenn zum Beispiel Putin vielleicht unter dem einen Arm wieder billiges Gas mitbringen würde, der Mittelstand so bedroht und ist die Meinungsfreiheit von Leuten, also alles wird nicht passieren, ja, wir sind klar. Uns ja einig. Aber die Frage ist, ich kämpfe doch nur für etwas, was es sich verlohnt, dafür zu kämpfen. Sie haben unser Land gesagt, das hat meinen Linken wie mir noch nie so richtig verfangen. Aber das Grundgesetz, ja. Nur wird das nicht gerade von anderen so zu Schanden geritten, dass da vieles an Gründen und Motiven fehlt, sich verteidigend davor zu stellen. Das ist natürlich jetzt machen Sie natürlich noch ein anderes Feld auf, das politische Feld. Ob das Grundgesetz, das wird sicherlich an einigen Stellen noch gedehnt und bewegt und sicherlich auch ich kann als einfacher Bürger, ich bin ja kein Staatsrechtler, aber als einfacher Bürger, wo ich erlebe, dass Dinge geschehen in diesem Land, wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein, lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren, wenn ich dort falsch liegen würde. Aber nur um die eine Frage irgendwo abzuräumen, denn in der Tat, Augenzwinkern, das ist natürlich auch satirisch so, da stellt sich nicht mehr die Frage, ob jemand Arzt oder Bauer ist, dann geht es um andere Dinge. Ja. Und ich denke, die Werte und die Art und zu leben, wie wir, und die Tatsache, dass Sie so reden können und ich so antworten darf, würde unter einer solchen Situation ebenfalls... Herr Schönbach, ich bin in Moskau gewesen, habe mich mit Sputnik impfen lassen, habe dann die
skurrile Situation erlebt, dass ich mit Sputnik, als Sputnik-Geimpfter in meine Berliner Stammkneipe nicht rein durfte, aber ein Ungar, der mit Sputnik geimpft war, in die Berliner Restaurant, selber Berliner Restaurant rein durfte. Ja, weil die EU gesagt hat, jeden nach seinem Land, und in Ungarn wurde nun mal Sputnik verimpft. Ja, bin übrigens gut mit Sputnik gefahren, wenn der Propagandablock erlaubt ist. Also ich war in Moskau, habe eine freie Stadt erlebt, konnte laut über Putin schimpfen. Mein Nachbar hat laut über Putin geschimpft. Keiner am Nebentisch hat geredet. Oh, der hat nicht gegendert. Oh, der hat das falsche Wort Indianer oder Neger oder sonst irgendwas verwendet. Keiner hat irgendeine Denunziationskultur gehabt. Man konnte in diesem Restaurant frei reden. Also ich wüsste gar nicht, ob die Weltoffenheit unter Putin, wenn er denn hier einmarschieren würde, nicht dann vielleicht sogar besser gehört würde. Weißt du, das ist ja... Kollege, das ist immer der Punkt, wo linken die Geister auseinandergehen. Rumkrakehlen zu können, in der Kneipe zu sagen, kannst du auch hier jetzt in die Kneipe gehen. Ach komm, in die Kneipe gehen. Hier verpfeifen schon langsam Kinder ihre Eltern. Doch. Also ich denke, aber das hat nichts mit tatsächlicher Veränderung zu tun. Ich habe ja ein Jahr in Moskau gelebt. Ich glaube, ich kenne mich in einem bestimmten Umfang aus. Ne? Abends in die Kneipe zu gehen und zu sagen, die haben doch alle eine Schraube locker. Mhm. Das war null Probleme. Wenn du in Moskau angefangen hast, ernsthaft drüber nachzudenken, wieso kracht denn dieser Sozialismus, der sich selbst versprochen hat, alles besser zu machen, so glänzend zusammen. Ein bisschen mehr an den Punkten. Rumalbern zu können, rumkrakieren zu können, kann jeder. Aber tatsächlich Veränderungen, das ist schon eine Dimension. Ja, aber dem eine bitterböse Nachfrage. Glauben Sie denn allen Ernstes, wir bleiben hier, es ist zwar ja alles nur eine Idee, aber hypothetisch, aber glauben Sie denn allen Ernstes, wenn wir jetzt mal hier einen Ukrainer sitzen haben, der also in den besetzten Gebieten ist, wo es gerade oben einen auf den Deckel gibt, ob der tatsächlich Ihre Auffassung teilt, ob möglicherweise, wenn der Russe hier ist, tatsächlich alles freier ist? Das ist natürlich zugegebenermaßen... Also wenn der Ukrainer Donetsk oder Krim-Herkunft ist, könnte er meiner Meinung zuneigen. Es gibt auch manche Russischstämmige im Bereich von Kiew, könnte meiner Meinung auch zuneigen. Es gab ja mal russlandfreundliche Präsidenten in der Ukraine, die mit freier Mehrheit gewählt worden sind. Ja. Also so lange ist das nicht her. Also wir sollten uns aber doch zumindest auch in diesem Tisch, egal ob man links oder Mitte oder was auch immer... Also ich gebe Ihnen in einem Recht, durch den Einmarsch ist die Mehrheit der Freunde Russlands in der Ukraine nicht angewachsen. Das würde in Deutschland auf null, also mit Ausnahme vielleicht mit Ihnen und zwei, drei anderen auch. Ich habe ja nur die ironische Frage. Aber wir halten uns ja den Spiegel vor. Ja? Wir versuchen uns ja selbst zu prüfen und kommen dann vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Aber Ihr Vorsitzender, Herr Schönbach, Hans-Georg Maaßen, wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz zum Beobachtungsfall erklärt. Ich habe mir diese langen Seiten angeguckt. Das ist doch Ironie der Geschichte. Da wirft man ihm vor, dass eine Aussage von ihm, von irgendjemand anderen wiederholt wurde, wohlwollend, per Twitter. Jetzt kann Herr Maaßen, immerhin Vorsitzender einer kleinen, aber immerhin einer Partei, abgehört werden. Haben Sie dann nicht auch das Gefühl, wir reden immer von unseren Werten, aber sind das unsere Werte, diese Abhörwerte? Also ich habe das auch vorher erst erfahren, ändert aber nichts daran. Das glaube ich, das wird mir jeder hier am Tisch und auch da am Fernseher zugestehen. Ich kenne den Mann jetzt nun wirklich sehr gut, kenne nicht alles von ihm, aber ich kann mich da doch weitestgehend verbürgen dafür. Und wenn ich das dann höre, und das hat ja mit allem zu tun, was wir ganz aktuell erleben, alles, was nicht passt, wird diffamiert, es wird verleumdet, es wird diskreditiert, gewisserweise, aber ich bin ja nur ein kleines Opfer. Es wird nicht mehr mit jemandem anders auseinandergesetzt, deswegen ist diese Situation, die wir hier erleben, also die ich jetzt hier am Tisch erlebe, so auch erfrischend und auch eher intellektuell als das, was tatsächlich andernorts geschieht. Wer nicht ins System passt, wird dann im Zweifelfall abgehört. Wozu wir keinen Putin brauchen. Wenn wir keinen Putin brauchen, dann brauchen wir noch wirklich nicht hier, auch keinen anderen von denen.
Nein, ich muss sagen, ja, jetzt ermaßen an diesem Beispiel. Und wer weiß, wie lange es dauert, bis ich plötzlich, obwohl ich denke, dass ich mich zweifelsohne noch nie in meinem Leben extremistisch geäußert habe und auch nicht denke, es liegt einfach nicht das meiner denken Sie. In DNA, aber andere könnten auf diese Idee kommen und sollte, und das ist ja der eigentliche Grund, sollte die Partei, die jetzt nach INSA-Umfragen mit 5 gesichert, 15 Potenzial hat, das müssen wir abwarten, Umfrageergebnisse oder ähnliche Einschätzungen sind keine Wahlergebnisse, wenn sie wirklich in diesem Falle eine an der Wahlurne eine relevante Größe spielt, die anderen eben nicht mehr in die Karten spielt oder Machtoptionen eben verweigert, dann könnte es ähnlich passieren wie anderen Parteien, dass über Verbote oder Ähnliches nachgedacht wird. Ich meine, die jüngsten Ereignisse, in denen die Werteunion auch in einer Maßen Weise diskreditiert von die nichts, aber nichts mit der Realität zu tun haben, das ist schon gespenstisch. Das macht mir nicht Angst, natürlich nicht, ich bin ja nicht der Typ dafür, aber es macht mir schon Sorge, und zwar als Bundesbürger. Sehen Sie, ich habe eine Verfassungsschutzakte von 10.500 Blatt. Die beginnt, da bin ich 17 Jahre alt und zieht sich dann bis in den Bundestag rein. Deswegen bin ich schon von meiner Grunderfahrung immer skeptisch gegen solche Leute, die mal Präsidenten oder Wichtige in diesen Geheimdiensten waren. Ich habe ja darauf geklagt, das zeigt ja ein bisschen auch die Situation in diesem Land. Ich wollte ja die Akte nur mal sehen. Ne, weil ich dachte, über meine Geschichte möchte ich schon ein Stück weit selber verfügen. Ich will sie nur mal lesen. Kommt meine Eitelkeit noch dazu, dass natürlich, was sie alles gedacht haben. Was sie alles gedacht haben. Und ich habe die Klage verloren. Ich habe keinen Einblick in die Akte gekriegt. Ein paar hundert Seiten sind eh geschwärzt in der Akte, sodass wir nur raten können, was da möglicherweise gestanden hat. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo Geheimdienste darüber entscheiden, was Bürger lesen dürfen und was sie nicht lesen dürfen. Gilt denn auch für linke Geheimdienste? So, und wenn man da drüber nachdenkt, ich finde den Krieg so schrecklich in der Ukraine wie im Nahen Osten, dass ich solche Vorstellungen überhaupt nicht in meinen Kopf reinkriege. Da halte ich es mit deinem früheren Vorsitzenden Willy Brandt, dass Frieden nicht alles ist, aber alles nichts ist ohne Frieden. Und das gehört vielleicht zu den geschichtlich irgendwann mal auch gewürdigten großen Leistungen von Willy Brandt, dass er solche Erkenntnisse gehabt hat. Darf ich, auch wenn das jetzt, je nachdem wie Ihre Frage natürlich oder die nächste Frage kommt, bevor wir dann jetzt irgendwie in eine bisschen Richtung abrutschen oder reinrutschen. Ja. Und nicht nur deswegen, weil ich bis vor 2 Jahren ja nun auch ein gleichweise hohes Amt in diesem Staat, wenn auch nur militärisch, inne gehabt habe. Also noch, ich habe persönlich keine Veranlassung dazu, noch vertraue ich zutiefst diesem Rechtsstaat. Das kann man auch, ja. Und davon bin ich fest überzeugt. Und dass wir diese rechtsstaatlichen Instrumente und die entsprechenden Behörden und Agenturen auch schützen müssen und das Verfassungsgericht schützen müssen und Ähnliches, davon bin ich zutiefst überzeugt. Deswegen habe ich da auch Vertrauen. Dass es durch menschliche Akteure, ne, logischerweise Akteure, die dem einen oder anderen Laden vorsitzen, einen Swing kriegt, der im Widerspruch auch mit dem ursprünglichen Idee dieses Amtes oder einer Agentur oder was auch immer. Des Grundgesetzes sogar. Ja gut, das müsste man jetzt im Einzelnen machen. Dass das geschehen kann durch dieses menschliche Versagen und dann vielleicht durch Fehlbesetzung, das werden andere über mich auch gesagt haben, man lieber nicht Chef der Marine werden sollen, aber das mag alles sein. Aber ich möchte zumindest hier ein Plädoyer werden für das Grundverständnis, dass das hier immer noch ein bisschen plattes Wort, aber ein tolles Land ist, wenn es um rechtsstaatliche Verfahren geht. Trotzdem, auch dort, während den Anfängen, ja, aufpassen, ja, und jeder Bürger ist da gefordert. Also, wenn ich da nochmal fragen darf. Wir reden um etwas, das ist der Elefant jetzt im Raum, das ist die sogenannte vierte Gewalt. Also wir reden über die Medien. Das hatte ich jetzt nicht nur gemeint. Ich hatte ja, aber das ist auch alles. Ja. Wir haben die Kunstfreiheit, wir haben die Wissenschaftsfreiheit, wir haben auch die freie Medien. Eine Zensur findet nicht statt. Mhm. Und Sie haben die Zensur aller Orten. Mhm. Sie haben die Zensur
in dem sogenannten Athlon-Gate. Sie haben die Zensur in Bezug auf Sarah Wagenknecht und BSW. Sie haben sie jetzt über Jahre gehabt. Im Moment sind die Medien ganz happy, wenn Sarah Wagenknecht sich funktionalisieren lässt als AfD-Zerkleinerin oder als Werte-Union-Zerkleinerin. Aber sie haben die Zensur überall. Und es werden Leute auch zugrunde gerichtet. Es ist nicht nur so, dass das so eine akademische Veranstaltung ist. Sondern da werden Leute physisch zugrunde gerichtet, die auch daran kaputt gehen. Haben Sie wirklich das Gefühl, dass das zu dem tollen Land passt? Ich habe deswegen, und Sie haben sicherlich aufmerksam zugehört, ich sagte, grundsätzlich ist das immer noch so. Und ich bleibe dabei, dass das auch im Grundsatz ist. Tatsächlich in der Exekution von Politik, in der Exekution der Gewalt, die das eine oder andere Agentur oder Bundesamt oder Landesamt oder was auch immer ausführt, passieren aktuell Dinge, von denen ich ja vorher gar nichts wusste. Da komme ich jetzt eigentlich erst in Kontakt mit, weil ich mit Leuten wiederum in Kontakt komme, die mir das erzählen, von denen ich das lese ich ja nirgendwo. Und da kommen wir übrigens zu dem Thema vierte Gewalt auch dazu, welche Rolle die hier spielt. Nicht alle, aber sehr viele. Das ist das, was ich dann vorher sagte, das macht mir schon Sorge. Ich denke, dass die... Darf ich Sie beide nur fragen? Ja. Sie können es in Ihre Antworten, dann würde ich auch Herrn Gerke fragen mit Genehmigung des Präsidenten. Herr Präsident, wir sind zwei Präsidenten, ja, wir haben es uns geteilt. Welches Medium, öffentlich-rechtlich, privat, fällt Ihnen ein, wo Sie noch sagen würden, da wird wirklich kritische Gegenöffentlichkeit, auch regierungskritische Gegenöffentlichkeit kultiviert? Herr Schönbach und dann Herr Gerke. Ja, erstmal Herr Gerke. Ich finde, es tut mir furchtbar leid, dass ich in solchen Fragen Ihnen recht geben muss. Ich finde unser Land eigentlich angenehmer, auch ein Stück weit demokratischer, kultivierter als viele andere. So, und das zu verteidigen, lohnt sich. Ich möchte nicht in einen so gleichgewalzten Land leben. Aber seine Frage ist, oder die Frage ist, wer verteidigt das mit dem Stift? Welche Zeitung, welches Medium, welcher Sender? Also das ist mir wieder zu sehr Schubladen. Zu hier, also wir verteidigen es hier. Ich kenne immer eine ganze Reihe Journalisten, die sogar ihre Meinung sogar veröffentlichen können, die kritisch schreiben, die kritische Ideen auf den Tisch bringen. Das zu verteidigen, nein, das lohnt sich auch. Also als ganzes Medium, als wenn man sagt, hier braucht man ja keine Sorgen, um über Werbung zu machen, also wenn man jetzt sagt, die Welt oder die FAZ oder die NZZ, in ihrer Gänze nicht. Aber lassen Sie mich und geben Sie mir die Chance, das zumindest auszuführen. Wenn wir über die vierte Gewalt sprechen, während der Phase Pegida, wer sich noch erinnern mag, da ging es ja um die Frage nach der Motto-Lügenpresse. Mal abgesehen davon, dass das ein Ausdruck ist, der von Goebbels kam, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich denke, erstens ist er falsch. Ich denke, es ist eher das, was mal irgendjemand anders, ich weiß nicht, wer es war, formuliert hat, war die Lückenpresse. Man lässt Dinge weg. Das kann ich an meinem eigenen Beispiel, auch wenn jetzt alle anderen auch quietschen und die ganz genau wussten, was ich eigentlich meinte, obwohl ich das eigentlich alles aus dem Fernsehen erfahren habe, was ich angeblich gemeint habe. Die Lücke, die bei vielen einfach ist und die Sorge von manchem Redakteur, mit dem ich gesprochen habe, der mir zum Beispiel nach einem Hintergrundgespräch gesagt hat, das alles aufgenommen, ich dachte eigentlich recht positiv, da war auch mit per Handschlag. Und der mir dann kurze Zeit später sagt, die Chefredaktion hält an der Beurteilung und Verurteilung ihrer Person fest, egal was sie sagen und egal welchen Beweis sie vorlegen. Dann verliere ich natürlich sehr wohl mein Vertrauen da rein. Also Ihre Frage erneut beantwortend, ich könnte dann keines mehr für 100% sehen oder vielleicht kenne ich nicht alle, das kommt natürlich dazu. Es ist heute das Messaging, das Framing, die Botschaft muss gesendet werden und die dazugehörigen Fakten werden entweder gebracht, oder mein Eindruck, manchmal dann eben weggelassen. Sie werden nicht unbedingt gelogen, das gibt es vielleicht auch. Das will ich aber nicht zur grundsätzlichen Sache machen. Es wird eben was weggelassen und dadurch entsteht eine falsche Botschaft und eine falsche Message und ein falsches Bild von Menschen. Nun ist es ja so, dass zu diesen Heilungskräften dieses Landes auch gehört, dass wir hier sitzen, dass diese Sendung
on air geht und dass wir darüber schreiben dürfen, dass sich alternative Medien zu denen bilden, die die Wirklichkeit nur noch in Ausschnitten wahrnehmen und ihr keine Chance lassen, ganz die Zeitungsspalten zu füllen. Aber ich will jetzt noch mal zu einem Punkt zurückkommen. Die Bundeswehr schickt 5000 Soldaten nach Litauen. Das ist ja schon mal was, dass das 2 Jahre dauert, spricht ja nicht für die Bundeswehr. Also sie setzt eher auf die Geduld von Putin, sage ich mal. Froh. Ja, also alles, was nicht klappt bei der Bundeswehr, löst bei mir eine klammheimliche Freude. Gut, da sind wir uns endlich mal nicht einig. Aber jetzt mal ganz konkret, wenn Sie ein Unternehmer wären, würden Sie heute noch in Litauen investieren, ein Hotel kaufen? Oder würden Sie sagen, naja, da ist der Putin ein bisschen zu nah davor? An wen geht die Frage? An Sie. An mich? Achso, Ist das Baltikum überhaupt haltbar? Also, ein schmaler Streifen, 50 Kilometer tief. Das ist das alte Thema. Das kennen Sie ja auch mit der Frage. Sie haben ja nicht nur das Baltikum, dazwischen liegt ja der sogenannte Oblast Kaliningrad, also das ehemalige Königsberg. Dazwischen gibt es das sogenannte Suwalki Gap, also die Frage taktisch-operativ, ob das zu halten ist. Das wird auch die Frage mit der deutschen Brigade nicht lösen. Das ist aber auch immer, das sind so Optionen und Szenarien, an denen man sich dann am grünen Tisch wunderbar Gedanken machen kann. Wie ein zukünftiger Krieg, und wie gesagt, der Krieg gegen die Ukraine würde aber auch anders sein, wenn wir darüber nachdenken würden, wie könnte ein Krieg gegen den Westen sein. Und die Vorstellung, das ist also nur in Litauen und in Estland, da wird ein bisschen gekämpft und alles andere bleibt in Ruhe, das ist, ich denke, eher unwahrscheinlich, wenn wir denn wirklich glauben, dass der Artikel 5, die Beistandsverpflichtung aller Nationen, die der NATO angehören, tatsächlich dann auch umgesetzt wird. Ihre Frage, ja, ich würde in Litauen immer noch. Ist es sicher? Ich sage, ja, es ist sicher, wenn die eigentliche Pfund der NATO, und das ist die größte Gefahr, und das darf auch in Deutschland und anderswo auch nicht hinterfragt schon, aber es darf nicht aufgespalten werden. Das wahre Pfund der NATO sind nicht irgendwelche Regimenter oder Brigaden. Das wahre Pfund ist die Kohäsion, dieser Zusammenhalt, dass wir zueinander stehen. Natürlich braucht man dafür auch Mittel, Material, Waffen, das ist alles keine Frage. Aber wenn wir tatsächlich dort oben im Baltikum tatsächlich das nicht hinter, das sagen wir mal, dort das im Zweifel lassen, das ist die größere Gefahr, als dass wir hier, weiß ich, irgendwelche Szenarien ausdenken. Die 5000 Mann, die Brigade, dorthin zu führen, ich sage mal so, es hat auch sehr viel was mit Symbolpolitik zu tun. Es gibt ja dort Truppen im Baltikum. Verschiedene Nationen haben dort Truppen. So eine Tripwire, diese Stacheldraht, nach der Auslösedraht, wenn du darüber hinweggehst, dann hast du die gesamte NATO angegriffen. Das ist eher taktische Fragen. Wir haben jetzt einen großen Aufschrei, weil es eine türkenfreundliche, Erdogan-freundliche Partei gibt, um die gestritten wird, ob man die nicht hätte anpacken oder verbieten sollte. Gleichzeitig gibt es den Deal Merkel-Erdogan, was die Flüchtlinge anbetrifft. Also Kohäsion sieht anders aus. Und dann haben Sie einen so korrupten Staat wie die Ukraine, wo jetzt heute Morgen sogar noch Klitschko den Selenskyj angreift und kritisiert. Also Sie haben einen Staat, der nun wirklich keine Kriterien der EU, und ich denke mal, selbst die NATO hat ein paar zivilisatorische Werte berücksichtigt. Kohäsion muss doch auch aus einer inhaltlichen Übereinstimmung, die auch ein bisschen was mit unserem Grundgesetz oder bestimmten nationalen Verfassungen in Europa zu tun haben. Also Ihr Beispiel, nur den Satz, ja. Ihr Beispiel mit der Türkei ist ja EU und nicht NATO. Naja. Aber ich vermute mal, kann man natürlich in gewisser Weise zusammen sehen. Türkei ist nicht in der EU, die ist in der NATO. Ja, weil Sie sagten, der EU-Türkei-Deal mit Merkel-Erdogan. Aber der entscheidende Punkt ist und bleibt, das sehen Sie auch innerhalb der Türkei, das Problem zwischen Griechenland und der Türkei schon von Anfang an. Es gibt ja viele Streitigkeiten. Aber letzten Endes hoffe ich, es gibt so ein japanisches Symbol, spricht von, dass die großen Stämme Japans waren alle einzelne Finger völlig voneinander entfernt, sich zerstritten. Aber wenn sie von außen angegriffen werden, schließen sie sich zur Faust. Oder wenn sie andere angegriffen haben. Weil andere sie angegriffen haben. Nein, das ist meine tiefe Überzeugung. Das ist meine tiefe, ja, das natürlich auch. Aber meine tiefe
zur Überzeugung, noch Überzeugung, auch natürlich auch Hoffnung ist, dass dann wirklich die NATO zusammensteht und uns dann gegen einen gemeinsamen Gegner erwehrt. Das darf ich da die Frage stellen? Nun sieht es wohl so aus, dass Donald Trump in den USA wieder erheblichen politischen Erfolg hat. Wer Präsident wird, das wage ich nicht zu diskutieren. Aber er ist sehr kritisch, was die Ukraine-Politik betrifft. Er ist auch sehr kritisch, was die augenblickliche Rolle der NATO betrifft. Wie geht es weiter, wenn ein Donald Trump sagt, Jungs, mit der NATO, da müsst ihr entweder mehr zahlen oder wir lassen es? Also wenn Trump mal sagen sollte, wir lassen die NATO fallen, dann würde ich sagen, das hätte ich ihm leider gar nicht zugetraut. Passiert nicht. Passiert nicht. Aber, meinen Sie? Ja, passiert nicht. Und wenn Sie, wenn man sich Litauen noch mal anschaut, ich habe mir in meinen finstersten Albträumen, in meiner ganzen kommunistischen Propaganda, habe ich mir nie vorstellen können, dass 5000 Bundeswehrsoldaten, deutsche Soldaten, an die Westgrenze Russlands einmal gebracht haben. Habe ich unvorstellbar gefunden. Und wenn man sich das Land, Litauen hat ja diese fantastische Landschaft der Koschnierung, ein Sanddünengebiet. Wenn Sie die mal besuchen und da drüber gehen, sind Sie in einer halben Stunde, wenn Sie halbwegs gut bei Fuß sind, an der russischen Grenze. Und dann mit dem Autobus sind Sie auch ganz schnell in Kaliningrad. Dass Russland nach seiner geschichtlichen Erfahrung eine besondere Sensibilität hat, und zu Recht sagt, so einen Unsinn muss man einfach aufhören. Muss man mal Schluss mitmachen. Ich bin fest von überzeugt, also Putin wird keine Lust haben, wieder mal irgendwann nach Deutschland zu kommen. Aber ich halte es für eine völlige Fehleinschätzung, zu glauben, dass Russland die baltischen Staaten militärisch bedrohen will. Der Krieg in der Ukraine ist bitter. Man hätte den Krieg verhindern können, wenn man die auf Neutralität gesetzt hätte. Man hätte am 22. März letzten Jahres schon beendet werden können. Ja, ich bin ja überhaupt, wenn man die ganze EU-Debatte, die auf einen zukommt, sich anschaut, wird ein Schlüsselbegriff werden, ob die EU zur Neutralität fähig ist oder nicht. Derzeitig nein. Ich glaube, dass Neutralität viel mehr im Kommen sein wird, was internationale Politik angeht. Mit Trump oder ohne Trump. Was ist denn an den beiden, an den senilen beiden, besser als den Trump? Da sehe ich. Gut, da kommen wir jetzt zu dem. Das ist eine Imagefrage. Da kommen wir zu dem Punkt, Herr Schönbach. Wenn Trump, und er äußert sich ja sehr kritisch, er sagt keine wirklich klaren Formulierungen, aber er will eine Neubewertung beispielsweise der NATO. Er will natürlich, dass die Europäer sich daran stärker beteiligen. Das hat er bereits mehrfach eingefordert. Also geht die Welt so weiter, wenn Trump es wird? Oder droht da ein Richtungswechsel, der massiv sein wird? Also wenn, das haben wir schon mal im Vorgespräch gesagt, das möchte ich nur hier wiederholen, also die Vorwahlergebnisse in Iowa und New Hampshire müssen, wenn man mit Blick auf Resilienz, also in denen Trump gewonnen hat, die Trump gewonnen hat gegen Nikki Haley, und man dann das weiterspinnt und es möglicherweise tatsächlich zu einer Wiederwahl, der Neuwahl, muss man in dem Fall ja sagen, von Trump kommt, dann müssen wir die Aussagen, die er macht, auch, und selbst wenn wir akzeptieren müssen, dass ein Präsident bei aller Machtfülle ja nun nicht völlig isoliert einfach machen kann, was er will. Da gibt es noch Eliten, da gibt es noch ganz andere, da gibt es auch Verträge und Zwänge. Also so wie sich das manchmal, und ich hoffe, dass kein Lieschen Müller sich wirklich betroffen fühlt, wie Lieschen Müller sich das vorstellt, dass dann plötzlich alles auseinanderfällt. Aber in der Tat, er wird das einfordern, was übrigens seit Wales 2014 immer eingefordert wurde. Die europäischen, also alle NATO-Staaten haben sich stärker, diejenigen, die es nötig haben, da sind wir alle mit voran, wir Deutschen, wir haben uns stärker eben was Rüstung, aber auch andere Dinge von Widerstandsfähigkeit haben wir zu leisten. Das Schutzversprechen, und darum geht es ja eigentlich, das Schutzversprechen, davon bin ich fest überzeugt,
das Schutzversprechen der USA gegenüber ihren Partnern und Alliierten, insbesondere der nukleare Schirm, der steht. Aber die Frage, wie sich die USA, das war unter Obama schon diese Wegwendung in Richtung China, das liegt einfach in der Natur der Sache, weil China natürlich der viel größere Herausforderer ist, das wird uns eben auch herausfordern. Und wenn wir wirklich etwas dazu beitragen wollen, und übrigens das mal unabhängig davon, von diesen ganzen Fragen, die wir heute hatten, mit der Diskussion über Putin kann, macht und ich bin natürlich Soldat, worst case. Was ist der größte anzunehmende Unfall in diesem Fall, der GAU für uns, das ist tatsächlich, dass es dazu käme. Und die Frage ist ja nicht immer gleich der große vaterländische Krieg, sondern wie muss sich Deutschland darauf vorbereiten? Das ist übrigens nicht nur Streitkräfte, das ist auch im Gesundheitswesen kritische Infrastruktur, Härtung von digitalen Systemen und Netzwerken und, wo wir überall offensichtlich platt auf den Flurplatten liegen. Überall müssen wir etwas tun. Und das hat nicht nur ausschließlich was mit Trump zu tun, das hat grundsätzlich etwas mit zu tun, dass wir die Wirklichkeit einfach mal wahrnehmen. Putin ist eine Gefahr, auch China ist eine Gefahr. Die kommen nur sehr viel anders rüber. Da kommt es natürlich sehr viel mit Geld zu tun, da hat es sehr viel mit subtiler auch zu tun. Und da sollten wir uns besser darauf vorbereiten. Herr Schirmer, nur eine kurze Frage. Werteunion, die hätten alle einen amerikanischen Pass. Wen würden die wählen in der Mehrheit? Ich vermute republikanisch. Ja, aber Sie sagen mir einen wichtigen Satz. Sie sagen, Deutschland muss wieder widerstandsfähiger werden. Wir erinnern uns alle noch ein bisschen an die Zeit des Kalten Krieges, nicht? Da wurden Autobahnringe da, wo Sie herkommen, da in Nordhessen angelegt, damit die Panzer schnell da ins Fulda-Gap rollen können. Da wurden die Brücken, alle mit Sprengsätzen ausgerüstet. Da standen 2.500 Leoparden, so ungefähr voll betankt in der Garage. Da waren Flugplätze. Da waren auch Notvorräte da. Das ist ja alles weg, oder? So wie Sie es jetzt beschreiben, ist das alles weg. Und es dauert eben, das ist nicht immer von einem halben Jahr oder ein Jahr oder selbst in 2 oder 4 Jahren zu erreichen. Aber als allererstes steht politischer Wille. Wollen wir das? Wollen wir das durchsetzen? Sind wir bereit, dafür viel Geld in die Hand zu nehmen und vor allem auch der Bevölkerung einer Belastung auszusetzen? Denn Sie erleben es ja jetzt gerade bei dem anstehenden Manöver, Quadriga und Steadfast Defender, wie jetzt schon wieder vorsichtig, die Bevölkerung könnte durch Lärm oder was auch immer belästigt werden. In Amerika fliegt ein Jet drüber und dann alle klatschen und sagen, das ist Sound of Freedom. Das ist das Geräusch, der Krach der Freiheit. Aber das heißt also, dass die Werteunion quasi noch eine Steigerung der Verteidigungsform von Herrn Kiesewetter ist. Werteunion? Also der Herr Kiesewetter. Die Werteunion vertreten durch Sie, ist also noch eine Steigerung von Herrn Kiesewetter. Der uns gesagt hat, wir müssen viel aktiver werden, weil ja in der Ukraine auch das deutsche Lithium verteidigt wird. Also das ist ja auch so ein Ding, was er da aus der Tasche gezogen hat. Die Ebene begebe ich mich nicht. Aber ich vertrete in diesem Falle, aber Sie haben recht, ich habe natürlich am Grundsatzprogramm der Werteunion mitgeschrieben, in diesem Paken NATO, EU, Außen und Politik. Ich sage auch, ich empfehle das natürlich der Kommission, die da am Ende in der Werteunion darüber zu befinden hat, dass wir klar zur NATO stehen, dass wir uns selber besser aufstellen müssen, dass wir uns für alle möglichen, alles geht nicht, aber möglichst ideal daran aufstellen, die Truppen zu verstärken, Material, Ausrüstung, Munition und unseren NATO-Verpflichtungen nachzukommen, die nämlich auch in diesem Falle vertraglich von uns eingefordert werden können. Das ist dann noch nicht, wir können ja nicht alleine alles tun, aber wir brauchen ein gerüttelt Maß an Material, Personal und Ausbildung. Also bis zum letzten Ukrainer kämpfen. Ich habe ja nur darauf gewartet. Genau das ist es eben. Deswegen habe ich schon gefragt. Das ist ja die andere Frage. Das ist die Frage des Beitrags Deutschlands eben zu diesem Krieg in der Ukraine. Das ist dieser Zynismus, nicht bei Ihnen, sondern der Zynismus mancher, die fordern, es muss Krieg so weitergeführt werden in der Ukraine bis zum letzten Ukrainer. Diesen Zynismus mache ich nicht mit. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Krieg neben der tatsächlichen Unterstützung der Ukraine, von der ich auch überzeugt bin, dass sie richtig ist, muss eine diplomatische Initiative, das muss eigentlich ein Dauerfeuer sein. Ja. Vielleicht geschieht das im Hintergrund. Ein diplomatisches Dauerfeuer, das diesen Krieg erstmal beendet, den Waffenstillstand oder eine Kriegshandlung beendet und dann hoffentlich irgendwann zu einem. Aber Herr Gerke, darf ich Sie an einer Stelle da anders fragen? Ich habe Sie ja vorgestellt, das ist ein Urgestein der Friedensbewegung. Wenn man sich so zurückblickt in die Zeit, in der Sie da also so voller Kraft und Energie waren, da war ja Deutschland aus heutiger Sicht
ein militarisierter Landstreifen. Ja. Ne? Ja. Also, und da scheinen sich eben die Geister... Und da waren 600.000 amerikanische und andere alliierten Soldaten. Müssen wir zurückkommen zu dem Zustand der 70er Jahre, in der man doch in Westdeutschland erstaunlich hoch bewaffnet, gerüstet und vorbereitet war. Ich will ja nicht zurück. Ich will ja genau das Gegenteil. Also ich bin dafür, und sich die Geister auch erscheinen. Ich will, dass dieses Land rauskommt aus der NATO. Ich glaube, dass die Lebensfähigkeit des Landes dadurch nicht gefährdet wird. Ich bin dafür, dass die NATO und Militärbündnisse insgesamt aufgelöst werden. Das sind deutlich andere. Deswegen bin ich auch nicht dafür, dass man mehr Geld in die NATO investiert, aufrüstet etc. Da scheiden sich eben die Geister. Also soll Putin kommen, sagen Sie. Wir ziehen die Fahnen auf, die Weißen. Er weiß, er kommt nicht. Er kennt ihn. Meine Herren, si vis pacem parabellum. Wer den Frieden will, klar, muss sich vor den Krieg vorbereiten. Können Sie mir erzählen, wenn wir eines aus der NATO und der Geschichte gelernt haben, ich verstehe Sie als Linken selbstverständlich, ich bin gar nicht deswegen rechts, sondern ich bin einfach nur pragmatisch. Wenn ich nicht will, dass ich angegriffen werde, wenn ich ein Minimaß an Abschreckung habe, muss ich da was für tun. So einfach ist es. Ich finde das immer ganz spannend, solche Debatten. Auch einer der markantesten linken Mitstreiter von Lenin, Karl Radek, der hatte den Tarnamen Parabellum. Das war hier nochmal zu sagen. Dieses Land kann unendlich, also unser Land, viel in Vernunft bewegen. Das geht, was Europa angeht, nur mit Russland. Russland so, wie es ist und nicht so, wie man es gerne hätte. Dann wird man, mit wem wollen Sie denn diesen Scheißkrieg in der Ukraine zu Ende bringen? Mit Putin? Mit wem denn sonst? Nein, das würde ich auch gar nicht damit gesagt haben. Ja. Am Ende müssen wir Frieden mit unseren Feinden schließen und nicht mit unseren Freunden. Herr Schülbach, nochmal. Parabellum. Meinen Sie die Verteidigungsfähigkeit oder meinen Sie mit Pistorius die Kriegstüchtigkeit? Die Kriegstüchtigkeit ist auch Expansion. Ist auch, dass wir in 32 Kriegen verstrickt sind. Nein. Das ist, also ich stecke nicht in seinem Kopf, aber ein bisschen kenne ich ihn doch, glaube ich, auch. Das meint er nicht, sondern ich habe übrigens das Wort kriegstüchtig und siegfähig schon benutzt, da gab es noch gar keinen Verteidigungsminister Pistorius. Schande über Ihr Haupt. Schande über mein Haupt, ich stehe trotzdem dazu. Das hat doch nichts mit, wie gesagt, ich bleibe dabei, es hat nichts mit links und rechts zu tun. Wir müssen aber, und da sind wir wieder beieinander, am Ende, wie immer das dann da auch ausgeht, müssen wir im damals von Gorbatschow, auch wenn er es anders gemeint hat, als wir es heute verstehen, im Haus Europa gemeinsam leben. Ja. Und irgendwann muss Russland dann, wenn dann, wie auch immer befriedet, wieder in den Kreis derer, mit denen wir Handel treiben, zurückkommen. Denn es gibt meiner Ansicht nach, und ich bleibe dabei, ich will da nichts schüren, aber ich denke, im Hintergrund erwacht ein Riese, der noch ganz andere Gefährdungen und Gefahren für uns bedeuten, als denn tatsächlich das Russland. Es gibt ja keinen Menschen, glaube ich, der für Krieg ist, also wenn er nicht noch halbwegs aneinander Waffel hat. Und es ist auch richtig, immer zu sagen, wir wollen Frieden, Frieden, Frieden. Aber was tust du, wenn der andere nicht will? Ich meine, Sie haben es am Anfang des Gesprächs ja gesagt, es gibt viele Gründe, die man Putin zugute halten kann, aber den Angriffsbefehl hat er gegeben. Wie kriegt man jemanden, der die Panzer hat rollen lassen, dazu zu sagen, wenn er sich gerade auf der Siegesstraße führt, ach Junge, das vergessen wir jetzt mal kurz. Also, das ist doch der Punkt. Es ist nicht der Punkt, dass wir nicht Frieden wollen. Es ist nicht der Punkt, dass wir keine Verhandlungen wollen, sondern wie soll es gehen? Es bleibt Ihnen doch gar nichts anderes übrig. Ich höre, es geht ihm gut. Dieser Krieg ist eine Katastrophe. Ich war ja nun häufiger in der Ukraine. Entschuldigung, sagten Sie seine Katastrophe? Oder? Ist eine Katastrophe. So. Nicht seine alleine. Es ist eine Katastrophe in der Ukraine, aber ihm geht es doch gut. Nicht seine alleine. Wir haben eine Bundeskanzlerin, die irgendwann zugegeben hat, dass man in Minsk gar nicht ernsthaft verhandelt. Ist alles vergossene Milch, Herr Gerke. Nein,
die Milch ist nicht vergossen, weil sie werden neue Verträge abschließen müssen, neue Verhandlungen führen müssen. Und wenn man sich als Verhandler so als unseriös erwiesen hat, der Putin ist doch nicht blöd. Also Sie können ihn alles unterstellen, aber Blödheit... Nein, das habe ich auch nicht getan. Nein, Blödheit würde ich erstmal nicht auch unterstellen. Wer wird denn noch bereit sein, mit Ländern wie Deutschland und damit mit der Europäischen Union, mit der NATO Verträge abzuschließen, wenn man davon ausgehen kann, die meinen das gar nicht so ernst. Na gut, aber Russland ist da ja auch nicht so ganz. Also wir können uns jetzt gegenseitig die Verträge, die der andere jeweils gebrochen hat, sondern die Frage ist doch ganz konkret hier und heute. Da ist einer, dem geht es gut mit dem Krieg, der hat wahrscheinlich sogar Erfolg. Wie verhandelt man mit ihm? Jetzt mit Sicherheit. Also ich will, was ich in Russland nie verstanden habe, wenn man dort länger gelebt hat, Russland war immer völlig auf Deutschland orientiert. Nicht nur Putin alleine. Also der erste russische Staatschef, den ich kennengelernt habe, war Khrushchev. Das war ein begeisterter Verfechter von Zusammenarbeit mit den Deutschen. Gar nicht mal so sortiert nach DDR und Bundesrepublik. Brezhnev hat sich einen Mercedes schenken lassen von Daimler und ihn zu Schrott gefahren. Und über die geschichtliche Platz von Gorbatschow, die ich sehr gemocht habe, aber das sagt ja noch nichts. Über den geschichtlichen Platz wird da noch zu reden sein. Da kommen ja viele Jelzin zusammen. Jelzin war... Gut, so aber jetzt kommt doch die konkrete Frage, ist jetzt... Ja, ich muss jetzt trotzdem mal Sie beide an der konservativen Seite des Tisches zurückfragen. Sie sagen, Putin geht's doch gut. Ja. Würde es ihm schlechter gehen, wenn im März, damals unter Vermittlung von Türkei oder Israel, beide haben einen unterschriftsfähigen Friedensvertrag vorgelegt. Für die Krim, sagen wir mal, die Saarlandlösung. Und für die drei sogenannten Volksrepubliken die Südtirol-Lösung durchgekommen wäre. Und man hätte Frieden geschlossen auf der Grundlage einer partiellen Neutralität. Die kann man auch genauer definieren. Würde es dann Putin jetzt schlechter gehen? Würde er im März vielleicht nicht wiedergewählt werden mit einem Frieden? Naja, ich glaube, die Wahlen sind für ihn eh nicht so wichtig. Aber die Frage ist doch einfach für... Aber Sie sagen, es geht ihm gut durch den Krieg, haben Sie ja quasi. Nicht durch den Krieg. Ich habe das Gefühl, es geht ihm gut. Und die Frage ist doch, was heißt das, Friedensverhandlungen? Die wünsche ich mir auch. Natürlich wünsche ich die mir. Aber, Herr Schönbach, wie macht man das als Militär? Ich meine, Krieg zu machen scheint mir einfacher zu sein, als Frieden zu schließen. Wir haben ja immer wieder die Situationen erlebt, in der Kriege prolongiert wurden zum Nachteil dessen, der den Frieden vermieden hat. Das Deutsche Reich 14 oder in den Folgejahren hätte früher, konnte nicht, Frankreich umgekehrt. Also die Schwierigkeit ist doch, den Ausstieg zu finden, weil die Zahl der eigenen Opfer bereits so groß erscheint. So, also das ist doch die Frage, wie kann man einen konkreten Friedensplan entwickeln, der ja auch im Interesse des jeweils anderen sein muss, nicht nur bei mir. Das muss eine Win-Win-Situation sein. Ich meine, Sie sprechen dieses Erste Weltkriegssyndrom an, als man nicht mehr zurück konnte zum Herbst. Ich denke, also Soldaten sowieso nicht, sondern natürlich wieder immer Politiker, und das ist auch gut so. Der erste Schritt, oder sagen wir mal vom Ende her gedacht, es muss für beide sinnvoll sein, es muss für beide eine Win-Win-Situation. Und ich sage, das ist jetzt natürlich Wasser auf alle die Mühlen meiner Kritiker. Ich sage, auch Russland muss die Chance haben, erhobenen Hauptes da rauszukommen. Ja, klar. Denn ein gedemütigtes, ich habe das mal irgendwo gelesen von irgendeinem Spinner, ein gedemütigtes Russland, was man sich wünscht, ist der Keim gesät für den nächsten Konflikt. Das heißt, man muss irgendeinen Weg finden, aber es geht aber nur mit Verhandlungen. Es muss also meiner Ansicht nach parallel dazu, wie gesagt, vielleicht geschieht das ja, ich weiß es noch nicht, aber ich habe nicht den Eindruck, an irgendeiner dritten Seite müssen Optionen aufgezeigt werden, wie beide aus dieser Geschichte rauskommen. Und das, was Sie gerade erzählt hatten, also diese Saarlandlösung und tatsächlich dann die Möglichkeit, wie könnte man demilitarisieren, wie kann man Puffer erzeugen, was ist der zukünftige Status, das würde natürlich auch ein Eingreifen in die Souveränität der Ukraine sein, über die Frage, welche Koalitionen können Sie bilden oder nicht.
da würde über ihren Kopf weg entschieden werden. Das hat man bei anderen Ländern auch gemacht. Ja, das würde übrigens bei Trump, der ja gesagt hat, innerhalb von 48 Jugoslawien Stunden, auch, ja. Kann ich Jugoslawien auch, da hat man überhaupt kein Problem damit gehabt. Ja. Was ist das höhere Ziel? Und das höhere Ziel ist Sicherheit und Frieden möglichst lang. Ja. Ideal für immer. Für immer ist Quatsch, das haben wir erlebt. Aber möglichst lang. Und das muss das Ziel von diplomatischen Gesprächen sein, die intensiv geführt werden müssen. Nicht nur von den beiden, das bringt nämlich nichts, sondern von Dritten und im Zweifelfall von entsprechenden späteren Signatarmächten. Und jetzt mache ich den Friedensverhandler und sage, bei dieser Diskussion ist jetzt einiges klarer geworden. Also die Frage ist, wie bereit ist denn Deutschland, seine Werte zu verteidigen und welche sind das überhaupt? Was ist denn die Rolle Putins wirklich? Welche Expansionspläne hat er wirklich und welche Kraft hat er? Keine. Sie können auch nicht ruhig sein, oder? Nein, Sie müssen immer bis zum Schluss reden. Ja? Klar. Urgestein der Friedensbewegung. Und letztlich ist die Frage, wie kriegt man einen wirklich fairen Frieden hin, der komplizierter sein wird, als nur zu sagen, ich will Frieden, das wollen wir alle. Klar. Und jetzt, Herr Gerke. Also wenn wir uns da nicht missionieren müssen, dass die Wege zum Frieden sehr, sehr verschlungen und sehr schwierig werden. Wenn man verstehen kann, dass andere Länder vielleicht auch kritischer Russland eingeschlossen auf die Politik dieser Ampel und dieses Landes schauen. Ich sehe mit großem Vergnügen, was mein alter Freund Lula Brasilien in Gang gebracht hat. Freue mich außerordentlich über das, was Südafrika betreibt. Man hat manchmal das Gefühl, man glaubt, weil man in Europa, in Westeuropa sitzt, dass man allein in der Welt ist. Pustekuchen. Das jetzt läuft sagen so Konservative wie wir, Herr Schönborn, da steigt der Schwefelgeruch auf. Da spürt sich mir der Hals zu. Ja, das war der Sinn der Übung. Das muss ich dann kann ich nur sagen, Argentinien freue ich mich über den Wahlsieg von Milei. Und ich finde es fürchterlich, was Südafrika dort gegenüber Israel in Gang gesetzt völlig hat. Völlig richtig. Und, ich schreibe gerade ein Buch darüber. Und wir gehen jetzt weiter an die Streitbar, und zwar dahin, wo es das Bier gibt. Super. Ich darf zum Abschluss nur sagen, jetzt sitzt da ein Konservativer einer rechtsverschrienen Werteunion, ein Konservativer, zwei Altlinke. Die wirklichen Rechten in diesem Land, also die Grünen, die wären in Schaudern, hier in Zorn ausgebrochen, selbst bei den Vorschlägen, dass wir eine Verhandlung und einen Frieden brauchen. Weil die wollen bis zum letzten Ukrainer weiterkämpfen. Und da bin ich Ihrer Meinung.